ein bisschen von Dostojewski kommen. Das ist dieser Mann hier, nach Bochum. Da gibt es einen neuen Mannschaftsbus. Ihr werdet sagen, das ist doch keine große Geschichte. Aber wir wollen mal direkt vergleichen. Also alte Mannschaftsbusse sahen ja so aus. Wir sehen hier den von Bayern München. Das sieht gemütlich aus, das sieht ein bisschen aus wie Klassenfahrt. So, und die in der hintersten Reihe haben bestimmt schon die Polster zerschlitzt und da Kaugummi drunter geklebt und so weiter. Mannschaftsbusse sahen früher so aus. Der vom VfL Bochum, der nagelneu ist, sieht aus, und ich verspreche nicht so viel, wie ein Raumschiff. Und der hat auch drinnen das Equipment, was man sonst nur aus Raumschiffen kennt. Und wir haben deswegen den Kollegen Andreas Kramer hingeschickt, der rein durfte in diesen Mannschaftsbus des VfL Bochum, der aussieht wie ein Raumschiff und der auch mit den Bochumer Spielern gesprochen hat, wie denn dieser Mannschaftsbus ankommt. Hier ist sein Report aus dem Raumschiff. Hallo, Spaß haben, dabei sein. Herzlich willkommen im Raumschiff VfL Bochum. Und hier gibt es auch Licht. Ha! Kapitänstäbel an Brücke. Wir starten. Ferzel an Brücke. Wir haben Hub. Werner Büdler in Houston, hören Sie uns? Beam me up, Koller. Natürlich haben wir wieder eine Mikrowelle. Ein absolutes Highlight. Hier können wir uns unseren Kaffee brutzeln. Der Heißwurstautomat. Ein Gerät, das allerdings sowohl für den Operator als auch den Verbraucher oder Wurstesser gewisse Probleme in sich birgt. Und jetzt spiele ich mal eine Runde PlayStation. Der Computer fällt aus! Der Adler ist gelandet. Landung auf dem Mond. So heißt die Sendung. Was wird Armstrong sagen, wenn er den Mond betritt? Seine Worte, als er den Mond betrat, waren: Ein kleiner Schritt für Bochum. Ein großer Schritt für die Menschheit. Da wohnen Sie da oben!